Wort von Jesus, gegeben am 27.03.2019. Meine Kinder sind lau geworden und ich werde sie ausspeien aus meinem Mund. Viele sind nicht mehr meine Kinder, obwohl sie sich einmal bekehrt haben. Sie sind kalt geworden und ihre Sünden haben sie wieder eingeholt. Das ist der Grund, warum sie nicht mehr gerettet werden und nicht in mein Königreich eingehen werden. Sie haben nicht das Wort beachtet, dass ich eine reine Braut haben will. Sie sind wie die fünf Jungfrauen, die nicht genug Öl in ihren Lampen haben. Sie haben sich wieder der Welt zugewandt, aus der sie einst gekommen sind. Sie haben einst meinen Weg zum Leben gewählt und sind aber wieder von diesem Weg abgewichen. Ich habe einige Male zu ihnen gesprochen, aber jetzt lasse ich sie gehen. Wie sie sich einst für mich entschieden haben, mit mir zu gehen, so haben sie sich jetzt wieder entschieden, nicht mehr mit mir zu gehen. Sie wollen nicht mehr meine Stimme hören und haben sich entschieden, ungehorsam zu sein. Es ist nicht eine Art der Schwäche, auch nicht ein allgemeiner Fehler oder eine Sünde, sondern es ist ihre Rebellion, die sie von mir fernhält. Sie gehen bewusst den Weg zur Hölle, obwohl ich schon mehrfach zu ihnen gesprochen habe. Sie fürchten sich mich nicht mehr. Sie haben sich einst gefürchtet und in dieser Ehrfurcht haben sie sich zu mir und zum Vater gewandt. Aber jetzt gehen sie auf dem Weg der Verdammnis. Warne meine Kinder, nicht von mir abzufallen. Jona war auch auf dem Weg von mir abzufallen, wäre nicht dieser Auftrag an ihn gegangen. Dann hätte er sich mehr und mehr von mir abgewandt. Es waren kleine Schritte, aber sie waren der Anfang des Weges in die Irre. Seine Buße hat ihn wieder den Weg des Lebens geführt. So muss ich auch heute die Gemeinde schütteln. Ich will, dass niemand in die Verdammnis kommt. Aber die Sünde hat Einzug in die Gemeinden gefunden. Ich muss die Gemeinden aufwecken und sie schütteln, so dass die Sünde offenbar wird und die Gemeinde sich bekehrt und sie wieder zurück zu mir kommen. Viele in der Gemeinde haben mich schon verlassen. Sie haben mich bereits vergessen. Sie wollen nicht mehr den Weg mit mir gehen. Sie weigern sich, gehorsam zu sein. Das ist der Grund, warum sie nicht mehr gerettet werden können. Nicht der gute Anfang ist entscheidend, sondern das gute Ende. Sogar mächtige Männer und Frauen Gottes sind betroffen. Die gleichen Versuchungen, mit der ich auch versucht wurde, haben auch sie getroffen. Sie wussten von diesen Versuchungen, haben ihnen aber nicht genug widerstanden. Ich wurde auch nicht nur einmal mit diesen Versuchungen umgeben, sondern mehrmals. Der Teufel hat nicht aufgegeben und ist durch verschiedene Arten gekommen und hat mich versucht und ich musste immer widerstehen. So werden meine Kinder immer wieder angegriffen und auch ihr müsst widerstehen. Manche meiner Kinder können den Reichtum und den Ruhm nicht widerstehen und fallen und wenden sich von mir ab. Ich lehre meine Kinder, dass es durchaus möglich ist, reich zu sein, ohne dabei die Rettung zu verlieren. Beugt euch nicht vor dem Feind, sondern geht im Gehorsam meine Wege. Seid frei von eurem Reichtum, dann kann ich euch auch Wohlstand geben. Da die Gefahr groß ist, kann ich nicht jedem Wohlstand geben,
denn noch mehr würden sonst abfallen. Sie können den Versuchungen nicht widerstehen. Sie glauben mir nicht wirklich. Sie vertrauen mir nicht wirklich. Manchen werde ich den Wohlstand wieder wegnehmen müssen, sonst würden sie sogar ihre Rettung verlieren. Es ist durchaus möglich, wohlhabend zu sein und mein Werk auf Erden zu tun. Aber manche können dabei den Versuchungen einfach nicht widerstehen. Du hast jetzt Menschen vor Augen, die betroffen sind. Ich spreche auch zu ihnen. Bei einigen sind aber die Ohren bereits verschlossen. Sie können und wollen nicht mehr hören. Sie waren meine Kinder. Ich habe ihnen Erfolg und Wohlstand gegeben, aber sie haben sich in ihrem Ruhm und Egoismus von mir abgewendet. Ich lasse sie laufen. Ich widerstehe ihnen nicht. Ich nehme auch die Gabe, die ich ihnen gegeben habe, nicht wieder weg. Geschenke, die ich gegeben habe, bleiben Geschenke. Ihr, meine Kinder, achtet darauf, dass ihr meine Geschenke gut verwaltet und nicht die Gaben missbraucht. Auch Saul war mit dem Heiligen Geist erfüllt, er war mit meinem Geist erfüllt, aber meine Salbung ist von ihm gewichen, aber das Amt habe ich nicht von ihm genommen. Ich habe es ihm gegeben und er hätte sich noch einmal bekehren können. Ich habe ihm die Chancen dazu gegeben, aber er wollte diese nicht annehmen. Dann ist er im Krieg umgekommen, weil er den Kampf nicht mehr mit mir gekämpft hat. Es war nicht mein Plan über seinem Leben, aber es war seine eigene Entscheidung. So gebe ich den Männern Gottes, die sich bereits von mir abgewandt haben, eine Zeit für die Buße. Aber wenn sie nicht wollen, dann werden sie fallen. Ja, am Anfang waren sie demütig meine Wege gegangen, aber obwohl sie noch predigen, sind sie bereits von mir abgefallen. Mein Wort ist, solange sie es noch richtig predigen, trotzdem wirksam. Denn wer es hört und aufnimmt, zu dem werde ich sprechen, auch wenn der Prediger bereits seine Rettung verloren hat. Solange sie mein Wort oder ein Teil meines Wortes predigen, ist es immer noch mein Wort. Für die Hörer kann es immer noch wirksam sein, aber wenn der Prediger sich von mir abgewandt hat, wird er zur Verantwortung gezogen werden, aber nicht die Versammlung, die mein Wort im Glauben aufgenommen hat. Ende des Wortes von Jesus.